Zu den ältesten Zeugen handwerklicher Tätigkeit gehören Gegenstände aus gebranntem Ton. Aus frühgeschichtlicher Zeit datieren so manche Fundstücke. Sehr reizvoll ist es anhand charakteristischer Ausstellungsstücke, die Entwicklung der Keramik bis in unsere Tage zu verfolgen. Auch die Erfindung der Töpferscheibe liegt schon weit zurück. Vor mehr als 5000 Jahren wurde sie bereits verwendet und bis heute blieb sie eines der wichtigsten Arbeitsgeräte keramischer Werkstätten. Auf der rotierenden Scheibe erhält der noch feuchte Ton nun mehr und mehr die gewünschte Form. Er enthält hauptsächlich Aluminiumoxid in Verbindung mit Siliziumdioxid und Wasser. Dazu kommen noch, je nach der Art des Tones, einige weitere Stoffe unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Härte und Widerstandsfähigkeit, die wir von der fertigen Töpferware kennen, entsteht durch chemische Umsetzungen bei hohen Temperaturen, denen der Ton im Brennofen ausgesetzt wird. Beim Brennen wird der Ton zwar hart, aber das Resultat fühlt sich noch recht rau an. Eine glatte Oberfläche bekommt man mit Hilfe einer Glasur, die ebenfalls im Ofen gebrannt wird. Dabei stellt sich häufig ein Farbwechsel ein. Diese grüne Glasur etwa entsteht aus diesem Material, das vor dem Brennen eine ganz andere Farbe besitzt. Und die Glasur daneben ergibt nach dem Brennen diesen schönen blauen Ton. Umsetzungen chemischer Substanzen bilden also seit jeher die Grundlage der überlieferten Keramik. Umsetzungen chemischer Substanzen sind nicht weniger auch die Grundlage moderner Industriezweige. Und um einige mit der Chemie und der Industrie verbundene Fragen geht es in der heutigen Sendung, zu der ich Sie bestens begrüße. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Keramik. Von Töpfergeschirr unterscheidet sich hinsichtlich der Bestandteile und hinsichtlich des Produktionsvorganges das sogenannte Steingut. Aus Steingut werden etwa Kanalisationsrohre und dergleichen hergestellt. Steingut ist ein sehr hartes Material. Es wird nämlich bei hoher Temperatur gebrannt. Dadurch wird das innere Gefüge ganz besonders dicht. Mit hoher Temperatur wird auch das Porzellan gebrannt. Porzellan dient ja als Material für so manche Behälter, die man in der Chemie verwendet. Es dient aber auch oder diente vor allen Dingen früher für manche elektrische Bauteile, für Sicherungspatronen beispielsweise, für bestimmte Bauteile von Schaltern, zu denen man heute allerdings auch andere Materialien verwendet, und für Isolatoren. Und dann kennen wir natürlich diese großen Isolatoren, die man für Hochspannungsleitungen verwendet. Auch sie bestehen aus einer bestimmten speziellen Art von Porzellan. Ebenfalls ein keramisches Material verwendet man bei den Zündkerzen im Automotor. Wir haben hier ein aufgeschnittenes Exemplar. Der Isolierkörper aus diesem Keramikmaterial soll die Mittelelektrode elektrisch isolieren gegenüber dem Einschraubgewinde. Von diesem Material erwartet man ganz besondere Eigenschaften, denn es muss diesen hohen Betriebstemperaturen standhalten und dabei noch eine ausreichende Durchschlagsfestigkeit besitzen. Und diese scheibenförmigen Magnete, die bestehen auch aus einem Keramikmaterial. Hier stoßen sich diese Magnete ab und halten sich in der Schwebe. Aber es gibt natürlich auch die Anziehungswirkung, wie bei jedem anderen Magneten eben auch.
Schon dieser kleine Überblick über keramische Materialien macht deutlich, welche Vielfalt von Eigenschaften man mit ihnen erreichen kann. Und laufend werden neue keramische Materialien entwickelt und erprobt. Auch in zahlreichen anderen Bereichen der Industrie wurde und wird mit großem Einsatz und erstaunlichem Ideenreichtum geforscht und entwickelt. Was sich bewährt, was auch wirtschaftlichen Erfolg verspricht, wird produziert, zum Teil in erheblichem Umfang. Freilich bei weitem nicht alles, was die Industriewerke verließ und verlässt, ist nützlich und gewinnbringend. Im Gegenteil, als unerwünschte Nebenprodukte chemisch-technischer Prozesse entstehen oft in überaus großen Mengen Schadstoffe. Wie auch immer sie abgegeben werden, durch Schornsteine oder auf anderem Wege, Industrieabfälle stellen auf jeden Fall ein schwerwiegendes Problem für die Umwelt dar. Betrachten wir zum Beispiel hier unter dem Abzug bei etwas abgeschwächter Beleuchtung einen gasförmigen Schadstoff, wie er bei bestimmten Verbrennungsvorgängen anfällt. Die brennende Substanz ist Schwefel, S. Er bildet zusammen mit Sauerstoff, O2, aus der umgebenden Luft Schwefeldioxid, SO2. Diese Reaktion findet auch zum Beispiel beim Verbrennen von Kohle oder Erdöl statt, da solche Brennstoffe unter anderem auch Schwefel enthalten. Das hier entstehende Schwefeldioxid strömt durch das Glasrohr nach oben, in ähnlicher Weise wie Gase in einer Verbrennungsanlage durch den Schornstein abziehen. Am oberen Ende nimmt die angeschlossene Saugleitung das Schwefeldioxidgas auf. Wir bringen das Gas nun in Kontakt mit Wasser, das wir mit etwas Lackmus angefärbt haben. Der Farbumschlag nach Rot zeigt, dass eine Säure gebildet wird. Wenn sich Schwefeldioxid in Wasser löst, entsteht, etwas vereinfacht dargestellt, sogenannte schweflige Säure, H2SO3, in einer umkehrbaren Reaktion. In unserer Umwelt spielt sich dies zum Beispiel ab, wenn Schwefeldioxid mit feuchter Luft, mit Regen, Dunst oder dergleichen in Berührung kommt. Die schweflige Säure, H2SO3, hat die Neigung, durch Oxidation in Schwefelsäure, H2SO4, überzugehen. Das dazu jeweils benötigte Sauerstoffatom wird zum Beispiel der umgebenden Luft entnommen. In der Luft stellt die Schwefelsäure eine erhebliche Belastung dar. Die technisch gezielt erzeugte Schwefelsäure dagegen ist sehr gefragt. Sie gehört sogar zu den wichtigsten Produkten der chemischen Industrie überhaupt. Viele Millionen Tonnen Schwefelsäure werden jährlich weltweit hergestellt und dann weiterverarbeitet zu Düngemitteln, zu Waschmitteln, zu Kunststoffen, zu Sprengstoffen und zu vielen anderen Dingen der modernen Technik. Vorstufe für die Herstellung der Schwefelsäure ist das Schwefeldioxid, so ähnlich wie vorher in unserem Experiment. Schwefeldioxid selber wird verwendet als Konservierungsstoff für Trockenfrüchte. Man schwefelt solche Trockenfrüchte, wie man sagt, das heißt, man versetzt sie mit Schwefeldioxid, um sie haltbar zu machen. Nun ist Schwefeldioxid leider gesundheitlich eine recht bedenkliche Substanz. Außerdem kann sie Pflanzen schädigen. Bringen wir zum Beispiel diese Rose hier in das Gefäß mit dem Schwefeldioxid und lassen das Gas eine Weile auf sie einwirken. Schwefeldioxid gehört zu den Schadstoffen der Luft, die die Umwelt am meisten belasten. Weitaus der größte Teil der SO2-Emissionen, also derjenigen Schwefeldioxidmengen, die in die Außenluft strömen,
stammt von Kraftwerken, Fernheizwerken und Industrieanlagen. Zusammen mit Sauerstoff aus der Luft und mit Wasser, zum Beispiel in Form feiner Wassertröpfchen in Wolken, entsteht Schwefelsäure, H2SO4. Dazu kommt eine weitere Luftverunreinigung, die hauptsächlich vom Verkehr verursacht wird. Autoabgase enthalten unter anderem Stickstoffmonoxid, NO, und Stickstoffdioxid, NO2. Diese Verbindungen werden unter der gemeinsamen Bezeichnung Stickoxide, NOx, zusammengefasst. Aus ihnen bildet sich, zusammen mit Sauerstoff und Wasser, Salpetersäure, HNO3. Die beiden Produkte nun, Schwefelsäure und Salpetersäure, bilden eine recht aggressive Mischung. Sie fällt zum Teil als Niederschlag, als saurer Regen zu Boden. Sie schädigt Gebäude und Kunstwerke, lässt Bäume und andere Pflanzen verkümmern und trägt nicht wenig zum Waldsterben bei. Weitreichende und schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt sind unabwendbar, wenn größere Waldgebiete durch Luftverunreinigungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Den Blütenblättern ist das Schwefeldioxid offenbar auch nicht besonders gut bekommen. Wie sauer nun der saure Regen im Einzelnen ist, das lässt sich leicht feststellen. Man sammelt eine Probe Regenwasser und prüft den pH-Wert. Das Gerät zeigt etwa 4,1 an. pH-Wert 4,1 bedeutet aber, dass das Regenwasser sauer ist. Wir erinnern uns daran, dem pH-Wert 7,0 entspricht der neutrale Zustand der betreffenden Substanz. Je kleiner der pH-Wert ist, umso ausgeprägter ist der saure Charakter des betreffenden Stoffes. Und ein pH-Wert von 4,1 zeigt also schon einen recht ausgesprochen sauren Charakter an. Und der rührt zweifellos her von den säurebildenden Schadstoffen in unserer Atmosphäre. Was an Schwefelsäure und Salpetersäure in der Bundesrepublik Deutschland jährlich im sauren Regen aus den Wolken fällt, macht immerhin einige Millionen Tonnen aus. Schwerwiegende Schäden, nicht zuletzt an wertvollen Baudenkmälern, sind die Konsequenzen. Dies also ist eines jener technischen Erzeugnisse, die an der ganzen Misere der Luftschadstoffe jedenfalls mitbeteiligt sind. Andererseits sind natürlich auch seine Vorzüge nicht zu übersehen. Gerade das Auto macht diesen Zwiespalt deutlich, der für so viele technische Produkte ganz typisch ist. Die Vorzüge werden mit Belastungen erkauft. Greifen wir aus dem Bereich des Kraftfahrzeugs ein paar Beispiele heraus. Die Antriebsenergie, die der Motor entwickelt, zweifellos ein Hauptvorteil dieses Fahrzeugs, stammt aus Verbrennungsvorgängen, bei denen umweltbelastende Stickoxide unter anderem entstehen. Diese Stickoxide und ihre Konzentration in den Abgasen lassen sich messen. Wir führen aus Sicherheitsgründen diese Messung nicht unmittelbar im Auspuff durch. Wir haben vielmehr eine Schlauchleitung hier zum Abzug gelegt. Mit einer speziell entwickelten Sonde gehen wir nun in die Öffnung dieser Schlauchleitung hier herein. Und die eigentliche Messung wird nun an diesem Gerät vorgenommen. Es zeigt momentan einen Wert von 195 Einheiten für Stickoxide an. Um die Konzentration der Stickoxide und auch anderer Schadstoffe möglichst zu verringern, wurde für Kraftfahrzeuge der Autoabgaskatalysator entwickelt. Dieses aufgeschnittene Exemplar
zeigt den Hauptbestandteil dieses Katalysators. Es ist ein wabenartig ausgebildeter Körper aus einem speziellen keramischen Material. Dieser Körper ist dann mit der eigentlichen Katalysatorsubstanz beschichtet. Es ist recht bemerkenswert, dass dieses hochmoderne Bauteil gerade ein Produkt der keramischen Industrie ist, also desjenigen Industriezweiges, dessen technische Vorgeschichte mit zu den ältesten überhaupt gehört. Was bewirkt nun dieser Katalysator? Wie wirkt der Katalysator auf die Abgase ein? Die wirksame Katalysatorsubstanz, ein sehr fein verteilter Edelmetallbelag, sitzt auf der rauen, unregelmäßig geformten Oberfläche einer speziellen Zwischenschicht im Inneren des Keramikkörpers. Die Grafik deutet diesen Aufbau stark vergrößert und vereinfacht an. Das in den Katalysator einströmende Gasgemisch enthält die Schadstoffe Kohlenmonoxid, CO, Stickoxide, NOx, sowie verschiedene Kohlenwasserstoffe. Diese letzteren werden zusammenfassend mit CNHM bezeichnet, da sie Kohlenstoff- bzw. Wasserstoffatome in unterschiedlicher Zahl enthalten. Unter Beteiligung von Sauerstoff, O2, und vermittelt durch die Katalysatorsubstanz, verwandeln sich nun diese Gase größtenteils in Kohlendioxid CO2, Stickstoff N2 und Wasser H2O in Form von Wasserdampf. Damit aber ist schließlich das Abgasgemisch erheblich weniger umweltbelastend als ohne solche Umwandlungen. Die Art und Zusammensetzung der Abgase, die ein Kraftfahrzeug beim Betrieb entwickelt, hängt ganz wesentlich von dem Treibstoff ab. Was die Gesamtmenge des verbrauchten Treibstoffes betrifft, so spielt dabei das Benzin die größte Rolle. Benzin ist aber bereits vor der Verbrennung im Motor mit Gefahren und gesundheitlichen Risiken verbunden. Schon Benzindämpfe sind sehr schädlich. Man sollte so wenig wie möglich davon einatmen. Mit Hilfe spezieller technischer Einrichtungen an den Tankstellen lässt sich das Entweichen von Benzindämpfen erheblich verringern. Die Absaugvorrichtung, mit der diese Zapfpistole ausgerüstet ist, nimmt die aus dem Fahrzeugtank zurückströmenden Dämpfe weitgehend auf, die sonst in die Außenluft und damit teilweise auch in die Lunge geraten würden. So ausgerüstete Zapfsäulen tragen immerhin zur Verringerung der Schadstoffbelastung unserer Luft bei. Das Benzin ist, so wie es aus der Zapfsäule fließt, keineswegs ein einheitlicher Stoff in chemischem Sinne. Es ist vielmehr ein Gemisch von zahlreichen, verschiedenen Kohlenwasserstoffen, die in ihren Molekülen etwa 5 bis 12 Kohlenstoffatome besitzen. Diese Molekülmodelle, die wir uns hier aufgehängt haben, sollen an diese Vielzahl erinnern. In Wirklichkeit sind es aber weit mehr, als wir hier Modelle zur Verfügung haben. Etwa 150 verschiedene Kohlenwasserstoffe sind in dem Benzingemisch enthalten. Dazu kommen noch verschiedene Zusätze, etwa gegen die Korrosion oder um die Rückstände zu verhindern. Insbesondere wird dem Benzin Benzol zugemischt, um die Verbrennungseigenschaften des Treibstoffes zu verbessern. Genauer gesagt, Benzol wird als Antiklopfmittel eingesetzt, also als Mittel gegen ein verfrühtes, unkontrolliertes Verbrennen des Treibstoffes im Motor. Nun ist Benzol überhaupt eine in der chemischen Industrie sehr viel verwendete Substanz. Sie wird beispielsweise herangezogen zur Produktion von Synthesekautschuk. Den braucht man zur Herstellung von Autoreifen. Dann verwendet man Benzol zur Erzeugung bestimmter Kunststoffe und dergleichen.
Schon alleine wegen dieser großen Bedeutung des Benzol in der Industrie lohnt es sich, die innere Struktur des Benzol näher zu betrachten. Darüber hinaus hat sie auch recht bemerkenswerte Eigenschaften. Benzol hat die Formel C6H6. Es ist also ein Kohlenwasserstoff. Die sechs ringförmig angeordneten Kohlenstoffatome eines Benzolmoleküls sind, wie das Modell zeigt, je mit einem Wasserstoffatom verbunden und untereinander abwechselnd durch Einfach- und Doppelbindungen verknüpft. Diese könnten aber die Kohlenstoffatome ebenso gut auch in einer solchen Weise miteinander verbinden. Ja, bildhaft kann die Struktur des Moleküls sogar als fortwährend wechselnder Zustand aufgefasst werden, der gleichsam zwischen zwei äußersten Grenzsituationen hin und her pendelt. Diese Modellvorstellung von der Beschaffenheit eines Benzolmoleküls geht auf den deutschen Chemiker August Kekulé von Stradonitz zurück, der von 1829 bis 1896 lebte. Sein Modellbild des Benzolringes lässt sich symbolisch in folgender Form zum Ausdruck bringen. Die Strukturformel des ringförmigen Benzolmoleküls mit seinen sechs Kohlenstoff- und sechs Wasserstoffatomen kann zunächst stark vereinfacht durch eine Sechseckfigur dargestellt werden. Der beständige Wechsel zwischen dem einen und dem anderen Bindungszustand lässt sich nun bildlich durch die beiden mit einem Doppelpfeil verbundenen Formeln zum Ausdruck bringen. Diese geben die sogenannten Grenzstrukturen des Benzolmoleküls an, die Zustände also, zwischen denen seine tatsächliche Struktur gleichsam eingegrenzt ist. Noch besser freilich entspricht den wirklichen Verhältnissen die folgende Vorstellung. Der Zusammenhalt der Kohlenstoffatome des Benzolmoleküls wird durch Elektronen vermittelt. Ein gewisser Teil von ihnen ist jedoch nicht an bestimmte Atome gebunden. Diese Elektronen sind vielmehr allen sechs Kohlenstoffatomen des Ringes gemeinsam zugeordnet, was hier durch grünliche Wolken angedeutet wird. Dementsprechend sind die Bindungen innerhalb des Benzolrings untereinander gleichartig und nicht in Einfach- und Doppelbindungen aufgeteilt. Derartige Vorstellungen lassen sich natürlich mit solchen einfachen Molekülmodellen nicht wiedergeben. Benzol und mit ihm verwandte Verbindungen, beispielsweise solche, die zwei Benzolringe im Molekül oder auch noch mehr Benzolringe im Molekül besitzen, werden zusammenfassend als aromatisch bezeichnet. Diese Verbindungen bilden eine sehr, sehr große Gruppe. Man kennt heute etwa 2 Millionen aromatischer Verbindungen. Bleiben wir noch einen Augenblick beim Benzol. Man kann den Benzolgehalt in Luft testen. Wir machen das hier am Tankeinfüllstutzen des Autos. Zum Testen gibt es Prüfröhrchen. Sie sehen hier unten den weißen Anzeigeteil. Ich setze dieses Prüfröhrchen in eine Pumpe ein. So. Und jetzt testen wir hier in der Nähe des Einfüllstutzens. Wir sehen, dass sich diese weiße Substanz verfärbt. Das ist jetzt schon deutlich zu sehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass offenbar Benzoldämpfe aus dem Stutzen herauskommen. Nun, Benzol ist eine sehr gefährliche Substanz. Schon in flüssiger Form kann Benzol durch die Haut eindringen. Benzoldämpfe können eingeatmet werden. Benzol ist aber sehr gesundheitsschädlich. Es kann Krebs hervorrufen. Zudem ist Benzol ein chemisch sehr stabiler Stoff. Damit hängt es zusammen, dass auch bei den Autoabgasen noch Benzol mit aus dem Fahrzeug kommt. Benzol, das aus dem Benzin stammt und beim Verbrennungsvorgang gar nicht einmal verändert wurde.
Das aus dem Auspuff stammende, unveränderte Benzol trägt nicht wenig zur Umweltbelastung bei. Benzol wird industriell zum großen Teil aus Erdöl hergestellt. Dies trifft erst recht für Benzin und andere Treibstoffe zu. Erdöl ist aber ein sogenannter fossiler Brennstoff. Das heißt also ein Energieträger, der schon vor Jahrmillionen entstanden ist und der sich nicht wieder erneuert. Was verbraucht ist, ist und bleibt verbraucht. Die lebhafte Nachfrage nach Erdöl lässt die verfügbaren Vorräte rasch schrumpfen. Längst schon wurde die Suche nach ergiebigen Erdöllagern auch auf den Meeresboden ausgedehnt. Doch nicht nur gewaltige Investitionen sind für eine großtechnische Erdölgewinnung erforderlich. Eine solche bringt auch erhebliche Belastungen der Umwelt mit sich. Trotz ausgereifter Technik gelangt nämlich Erdöl durch Lecks, Unfälle und auf andere Weise ins Meer und richtet darin großen Schaden an. Die Umweltbelastung beginnt also keineswegs erst an der Zapfsäule. Bei Treibstoffen, aber auch bei anderen Produkten der Industrie, beginnen die Probleme schon weit früher, bei der Produktion. Greifen wir da noch ein anderes Beispiel aus dem Umfeld des Kraftfahrzeugs heraus. Bei der Herstellung von Lacken, aber auch von Kunststoffen, spielt das sogenannte Titandioxid eine große Rolle. Bei seiner Herstellung fällt als Abfallprodukt sogenannte Dünnsäure an. Dünnsäure, das ist eine verdünnte Schwefelsäure. Von speziellen Schiffen wird dieses Abfallprodukt der Industrie aufgenommen und auf hoher See verklappt, also ins Meer gekippt. Millionen Tonnen Dünnsäure jährlich. Ernste Sorge müssen die noch nicht einmal abzuschätzenden Schäden bereiten, die durch solche sogenannten Entsorgungsmaßnahmen verursacht werden. Die Umweltbelastung durch die vielen Schadstoffe, die heute anfallen, sind sozusagen die Kehrseite der Medaille, deren Vorderseite aus den vielen erfreulichen und nützlichen Dingen besteht, die uns die Chemie und die Industrie anbieten, von der Keramik bis zum Automobil. Die Abfälle umweltgerecht zu behandeln, sie nach Möglichkeit auch wieder zu verwenden, wird laufend wichtiger. Auch dieses Auto wird einmal sozusagen zum alten Eisen gehören, doch aus ihm und seinesgleichen kann auch wieder Neues werden. Bevor wir zum Schluss noch ein wenig bei einer solchen Erneuerung zuschauen, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Attraktiv sehen Sie ja nicht gerade aus, die Überreste ehemals ansehnlicher Fahrzeuge. Weitgehend wurden sie bereits ausgeschlachtet und damit für die vorgesehene Umwandlung vorbereitet. Der Gewalt der mächtigen Presse widersteht die Karosserie nicht. Wenn auch freilich in der Praxis nicht ganz so schnell und unmittelbar, wie es hier der Film verkürzt zeigt, so wird doch jedenfalls stufenweise aus dem Altmetall ein blankes Stahlblech gewonnen und damit ein Material, aus dem sich dann in der Tat wieder etwas Neues erzeugen lässt. Telekolleg Chemie, das Begleitbuch zu unserer Reihe, erhalten Sie gegen Einsendung eines Schecks bei der TRV 80059 München oder im Buchhandel.